Ich möchte nicht weitergehen. Das ist doch alles viel zu gruselig hier unten. Ich meine, ich möchte schon irgendwie weitergehen, um rauszufinden, wo das Nest ist und wie es aussieht, aber ich möchte auch nicht weitergehen. Was ist das denn, eine Leiche? Mit Schleim bedeckt? Oder Honig? Oh, das ist der Soldat, den wir ganz am Anfang gespielt haben mit Kurum. Oh, der gestorben war. Schau ihn an. Der ist aber nur zur Hälfte verwest. Wieso? Totaler Methusalem, der Kerl. Ist er mit Augen offen gestorben? Moment. Der lebt noch? Hast du das gesehen? Aber er ist zur Hälfte verwest. Der lebt. Er kann doch nicht leben. Das ist unmöglich. An diesem Ort ist nichts unmöglich. Aber er ist zur Hälfte verwest. Oh, Scheiße. Er ist noch ein Skelett. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Oh mein Gott, das muss so schmerzhaft sein. Sein Fleisch erhalten. Sein Gehirn. Wie, also sitzt er da jetzt seit Jahrhunderten? Kann nicht so guckt nur in die Ferne und leidet? Er hat so Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ja, Jason, komm schon, das ist jetzt nicht die Aussage, die man treffen sollte. Zeit, sich daran zu gewöhnen, daran kann man sich niemals gewöhnen. Nein. Das lockt die Vampire an. Ja, danke, Salim. Erstmal Jason mit dem Kommentar und dann will er auch noch die Waffe benutzen. Oh Gott. Ich hoffe, das trifft jetzt kein Netzwerk, was sie gebildet haben mit dem Schleim und alarmiert sie. Und passiert irgendwas? Gott sei Dank nicht. Nein, aber der war... Okay, ich muss das jetzt mal ganz kurz verarbeiten. Das war der Soldat, den wir damals gespielt haben. Also einer der Krieger. Und er lebt noch. Zur Hälfte verwest. Zur Hälfte verwest. Er hat mitbekommen, wie seine eine Hälfte verwest ist. Und nur der Schleim hat ihn am Leben gehalten. Währenddessen konnte er nur noch vorne starren und jeden Tag darauf warten, dass er vielleicht doch mal erlöst wird und stirbt. Das ist ja das Grausamste. Vor allem, mal abgesehen von den Schmerzen, die er wahrscheinlich gespürt hat, das Allerschlimmste ist, du hast nichts zu tun. Du wirst doch wahnsinnig, während du da sitzt. Das Einzige, was er hat, ist sein eines Auge. Wie oft hat er dann auch gesehen, wie da andere Leute vorbeigeschliffen wurden und jeden Tag hat man Hoffnung verloren. Der war so lange da. Das ist das grauenvollste Schicksal überhaupt. Oh Gott, bin ich erschrocken. Okay, ich bin schockiert gerade. Ich bin schockiert. Das ist widerlich. Also widerlich. Stellt euch mal vor, ihr verwest. Eine Seite von euch verwest nur, oder? Stellt euch mal nur den Arm vor. Der verwest, während er noch an euch dranhängt. Und ihr könnt nichts machen. Ich meine, er konnte sich nicht mal bewegen. Der war da festgeschleimt. Oh Mann, der Arme. So, Kurum ist ein Vampirteufel geworden. So ein Zombie-Ding. Und der Krieger, ich wünschte, ich wüsste noch, wie er heißt, ist zur halben Leiche geworden. Na toll. Wir müssen dieses Nest unbedingt finden und zerstören, damit das hier alles aufhört. Was ist das jetzt für eine große Plattform? Da sind Statuen überall. Gut, ich sehe gerade zwei, aber auf der anderen Seite ist bestimmt das Gleiche. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Ist das eine Ritualplattform oder so? Ich meine, da ist ein Riesenloch in der Mitte. Können wir uns ansehen, was in diesem Loch ist? Ich würde es gerne wissen. Ich meine, ich würde gerne nicht runtergehen, aber ich würde auch gerne runtergehen, weil es leuchtet grün. Können wir da runter? Können wir da runter gucken wenigstens? Ich meine, so richtig gucken können wir auch nicht. Außer wir kriegen eine Cutscene dafür. Die ich gerne bekommen würde. Ich will auch nirgendwo auf diese Eier rauftreten, das ist widerlich. Kriegen wir eine Cutscene für das Loch? Nee, das ist nur für den anderen Weg.
Was ist das? Sind das alles Statuen? Salim. Diese Kokons? Was ist los? Jackpot, würde ich mal sagen. Oh Gott, das sind sie tatsächlich. Das sind ganz schön viele. Das ist das Nest. Das müssen wir in die Luft sprengen. Und warum blitzt es da unten? Das macht gar keinen Sinn. Ja. Dann denke ich dasselbe wie du. Ach ja? Explosion? Boom, boom? Ich hoffe ja. Leise. Okay. Oh, okay. Also, dass das extra Rad noch in der Cutscene gezeigt wurde, dass wir da nicht drauf treten sollen, hat sicherlich einen Grund. Also werden wir jetzt sehr stark darauf achten, nicht auf irgendwelche Ranken zu treten. Ich kann mir vorstellen, dass die sonst alle ausrasten und schlüpfen. Ich möchte nicht, dass hier irgendwas schlüpft. Denn wenn einer schlüpft, dann schlüpfen alle und dann sind wir am Arsch. Ganz vorsichtig. Jason, zeig uns deine Ballerinabeine. Ein Schritt nach dem anderen. Nirgendwo auftreten. Auf das Grüne können wir gehen, oder? Ja, das können wir. Hier können wir lang. Ich habe echt Angst, irgendwo raufzutreten, wo wir nicht rauftreten sollten. Ganz vorsichtig. Ah, da gehe ich lieber nicht lang. Das ist mir zu nahe. Können wir da hinten überhaupt hin? Das sind noch viele. Das sieht nach vielen Ranken aus. Das sieht nach vielen Ranken aus. Nach sehr vielen Ranken. Können wir hier irgendwo lang? Oh, okay. Automatisch. Wo geht's lang? Okay, wir gehen nach unten. Kriegen wir jetzt noch eine Sektion mit Ranken? Hier sind noch ein paar. Aber die sind nicht so wichtig. Moment. Da vorne können wir auch noch hingehen, oder? Wir gehen mal erstmal hier hin. Da leuchtet was. Ist das ein Haufen Knochen? Es ist ein Haufen Knochen. Hey, sieh mal. Sie sind im Kampf gestorben. Wie Hunde beim Streit um Futter. Ergibt keinen Sinn. Ich dachte, die jagen im Rudel. Geübt, diszipliniert. Warum bekämpfen sie sich? Alles auf der Erde findet einen Grund, sich zu bekämpfen. Vielleicht hatten sie... Oh, jetzt habe ich zurückgedrückt und er hat noch geredet. So ein langer Satz. Vielleicht hatten sie ja wirklich Hunger. Und es gab nichts mehr hier unten. Ich meine, wenn jahrelang hier keine Menschen mehr herkamen... Wovon sollten sie sich denn sonst ernähren? Oder es gab irgendeinen Streit. Pubertätsmäßig. Wieso? Wir haben keinen Lärm gemacht. Wieso geht das jetzt kaputt? Wir waren super vorsichtig. Nee, das sehe ich jetzt aber nicht ein. Das ist unfair. In so einem frischen Baby gejagt zu werden. Das hat doch bestimmt noch nicht mal Zähne, oder? Ich meine, das ist ein kleines Baby. Das sieht genauso aus wie die Großen. Ausweichen. Mann, du bist ein kleines Baby. Husch. Wir waren doch extra leise. Ey, die sehen echt widerlich aus. Die anderen, ja. Gott sei Dank kamen die anderen. Oh, wir müssen schon wieder irgendwo runterkrabbeln. Ich fühle mich unwohl dabei, irgendwo runter zu krabbeln. Das ist mir alles zu einsturzgefährlich. Okay. Nick, du machst das. Wir gehen durch. Bitte stürz nicht ein. Okay, scheint nicht ein... Was ist das jetzt? Was ist das für ein Ritualort? War das ein Sender?
Fuck, ich dachte, Nick gibt Deckung. Machen die du anderen das jetzt? Die verdammte Kavallerie! Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Yay, Eric ist auch komm, da. Sie leben. Jetzt wird noch Rachel. Durch den Tunnel zu kriechen, war wirklich mehr als unangenehm. Ja, das sieht auch sehr eng aus da. Und Rachel kommt jetzt auch an mit ihrem schön, Sie wiederzusehen. Blutlook, den sie die ganze Zeit hat in diesem Spiel. Sie ist wirklich nur verblutet. Also, sie sieht verblutet aus die ganze Zeit. Gut, dass du hier bist, Mann. Ja, was ist das jetzt für ein Raum? Was ist das hier? Rachel, Sternenkammer 422. Die Sternenkammer? Was ist das hier? Die Forscher haben anscheinend die ganzen Wege her auch geschafft. Auch wenn ich fragwürdig finde, wie. Es waren nur Forscher und keine ausgebildeten Soldaten. Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant Kay, was haben wir noch? Ich meine, wir haben noch das alte Dynamit. 8 Magazine 556 FMJ, 3x 40 mm Explosivschuss, 2 9 mm Pistolen und 4 Magazine. Das sieht nicht nach viel aus. Und 2 Phosphorgeschosse. Gut, dass wir sie am Anfang nicht benutzt haben. Jetzt haben wir sie noch. Ein Block. Composition C4. Das wird am nützlichsten sein, glaube ich. Das gute C4. Was ist mit der UV-Lampe? Hat was abbekommen. Ich krieg das hin. Einen Moment. Sehr gut, Eric, du machst das. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Was hoffentlich noch ist funktioniert, alt. So alt wie es ist. Es muss eben reichen. Keine Lunden, aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Vielleicht wir auch mehr. Sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra. Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Ach, Rachel, ist das dein Ernst? Wir sind Verbündete. Wir kämpfen gemeinsam. Ja. Sich jetzt so anzustellen, nur ihnen eine Waffe zu geben. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Ist nicht sehr viel drin. Ich kann nur eine Person verarzten. Müssen wir es entscheiden? Darauf wäre die Presse zu Hause echt scharf. Oh, er gibt es einfach Salim. Okay, unsere Entscheidungen haben ihn also beeinflusst. Wir waren wohl auch hier. Dadurch, dass wir immer nett uns waren. Besser nach etwas umsehen. Yay, die Lampe funktioniert wieder. Die beste Waffe. Ich hab's. Die will ich auch haben. So in echt. Wer weiß, wann man sie mal brauchen kann. Gut, dann gucken wir uns erstmal um. Was sollen wir machen? Wir sollen die Kammer durchsuchen und mit Verbündeten sprechen. Und jetzt schon mal anfangen zu beten, dass das Dynamit funktionieren wird. Wir hatten auch eben mit dem Verband, was angebracht wurde, die Anzeige, dass der Kurs sich gewechselt hat. Also, ja, das wird also noch eine Rolle spielen, dass Nick den Verband nicht bekommen hat. Und ich finde es sehr schön, wie das Spiel uns sofort anzeigt, drücke W, wenn ich mich mal kurz nicht bewege. Also bevor wir mit allen reden, gucken wir uns erstmal an, was hier rumliegt, bevor wir irgendwas vergessen. Ein Lied? Je mehr ich über... nicht umdrehen. Je mehr ich über die musikalische Sprache dieser Kreaturen herausfinde, desto fieberhaft überlege ich, wie sie hierher gekommen sind. Sind sie in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir noch von Bäumen hangelten? Sie sind jetzt tot. Ihre Form ähnelt der unsrigen. Aber alles andere an ihnen ist dem Leben, dem, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternkonstellation, Cetus, oder Cetus, von der Erde aus gesehen. Kamen sie von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen? Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reisen? Also, ich glaube ja, das sind eindeutig Aliens. Ich glaube nicht, dass die hier vorher waren. Ich glaube, das sind Aliens. Die sind von sonst woher gekommen und wollen sich jetzt
hier breit machen.